Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ebbrunus ist wieder am Start und zwar in der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um einen Schlüsselfinder. Der ein oder andere kennt das ja vielleicht. Man hat vielleicht gerade mal seinen Schlüssel verlegt und weiß nicht direkt, wo man den wiederfinden soll. Dafür soll es ja neue Errungenschaften geben. Es gab schon immer Geräte, die haben angefangen zu piepen, wenn man geklatscht hat. Oder es gab halt Geräte, die halt gepiept haben, wenn man in der Nähe war mit seinem Smartphone. Und sowas gibt es jetzt auch mit einer Bluetooth-App. Da war ich schon sehr erstaunt. Der Maskier Finder 2, also Version 2, den schauen wir uns jetzt mal direkt an. Das Gerät gucken wir uns erstmal an, wie es jetzt aufgebaut ist. Es gab einen Typ 1 und jetzt einen Typ 2. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, der ist schon groß, weil der Finder 2 ist wohl größer als der Mini. Wir gucken uns beide Geräte nochmal im Detail an. Auf jeden Fall fand ich das ganz gut, weil bei mir ist es öfters mal so, und das ist wirklich der Tatsache entsprechend, jetzt ob das Ding jetzt hier ist oder nicht, dass mein Autoschlüssel generell mal vom Schlüsselbrett runtergefallen ist, im Schuh gelandet ist, unter dem Schuhschrank gelandet ist, beziehungsweise unterm Schuhregal, und ich fast verzweifelt bin, weil das Gerät einfach verschwunden ist. Das ist true story. Ich weiß gar nicht, was da manchmal los ist. So, der User Guide ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier keinen eingebauten Akku, sondern eine Knopfzelle drinne verbaut. Ah, hier haben wir noch direkt ein 3M Klebepad. Das können wir zum Ankleben dann noch verwenden. Und ansonsten haben wir jetzt hier oben die Möglichkeit, einen Metallring durchzufädeln. Das wird so meine Variante sein, die ich dann benutzen werde. Jetzt bin ich ja eigentlich schon mal neugierig, weil eigentlich kann man wahrscheinlich hier reingucken. Oder auch nicht. Eigentlich müsste es doch dafür gleich gemacht sein, weil normalerweise kann man doch hier... Oder kann man das hier nicht öffnen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich will es auch nicht gleich kaputt machen. Wir lassen es erstmal so. Ansonsten gucke ich zum Schluss nochmal rein, falls ich es nochmal sehe, weil man muss ja die Batterie auch austauschen können. Ist das vielleicht dafür gedacht? Das ist dafür gedacht. Wahrscheinlich soll ich mir den Fingernagel nicht abbrechen. Dann kann ich auch vorher reingucken. Habe auf Amazon viele Rezensionen gelesen. Rezensionen wahrscheinlich. Und da waren einige nicht ganz so zufrieden mit, weil die Batterie leer geworden ist. Ja, da denke ich mir, Jungs, dann geht doch in den Markt und kauft euch im 1-Euro-Laden als Beispiel 3 Batterien für 1 Euro. Dann halten die halt nur 4 Monate. Aber dann ist das so. Denn wir haben ganz normale CR2032 Batterien drin. Ich glaube, davon habe ich sogar immer noch welche auf Vorrat. Einmal nachgeschaut, wer sich gut auskennt im Haushalt, weiß Bescheid. Und zwar sind das diese Dinger hier. Die Batterien sind das, die in diesen Teelichtern drin sind. Und in der Tat habe ich jetzt hier keine Produktplatzierung, immer welche auf Vorrat. Ob das jetzt hier ein Dreierpack für 1 Euro ist, da seht ihr es, die gibt es also wirklich. Oder ein Sechserpack sogar für 1 Euro. Da kann man nichts falsch machen. Da muss man nicht schlechte Amazon-Bewertungen schreiben, nur weil man keine Ahnung hat, dass man den Akku selbst tauschen kann. Besonders wenn so ein Plektrum für eine Gitarre gleich dabei ist als Beispiel. Ja, so sieht das aus. Hier wird sogar angepriesen, wir müssen Minus nach unten machen, Plus nach oben. Plus ist bei der Seite immer hier diese Seite, die wir jetzt hier so sehen. Das heißt, wir legen das Gerät dann einfach wieder so rein. Hier ist eine Fassung. Man sieht es auch nochmal ganz gut. Perfekt. Und dann machen wir jetzt einfach wieder das Ding so drauf. Was haben wir hier eigentlich drauf stehen? Steht da noch irgendwas Bedeutendes? Maskier MGF12 steht da hinten nochmal drauf. Und da steht nochmal, wo es hergestellt wurde. Also das ist ja wirklich jetzt super einfach gewesen. Ich hätte jetzt gedacht, nicht, dass du hier irgendwas kaputt machst. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert und dann geht es schon kaputt. Aber ihr habt es gesehen. Das hat jetzt keine 3 Minuten gedauert. Da haben wir das Ding geöffnet mit dem Plättchen. Dann kann ich mir, wie gesagt, das Ding schenken. Die hebe ich hier auf. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie das hier... Ah ja, jetzt ist er eingeschaltet. Jetzt brauchen wir als erstes, ohne dass ich jetzt hier groß in die Anleitung gucken muss, eine App. Die App müsste unter dem Namen Maskier eigentlich zu finden sein. Wir sollen auf jeden Fall Bluetooth erstmal aktivieren. Das werden wir tun. Und wollen uns dann erstmal überraschen lassen, ob ich das kleine Gerät dann auch schon so finde. So, ich gebe mal direkt jetzt hier bei mir parallel ein Maskier Finder 2. Habe ich sofort gefunden. Guck dir das eine an. Da ist das Ding. Maskier Finder 2 kann ich jetzt direkt installieren. Gibt es bei Zehntausenden. Die Leute haben das schon runtergeladen. Das Ding soll ja auch, ich sag mal so, fast Marktführer sein. 9,75 Megabyte ist die App also groß. Das macht jetzt erstmal nichts weiter. So, und wenn es jetzt so weitergeht, fange ich das Stottern erstmal an. Und dann müsste ja die App eigentlich gleich installiert sein. Da ist sie dann auch schon. Machen wir dann erstmal auf. Und dann werden wir sehen, was er uns jetzt hier sagt. Du hast also einen Maskierfinder zugelegt und beschlossen, keine Zeit mehr mit dem Suchen deiner Wertsachen zu verschwenden. Jo. Behalte den Finder im Auge. Standortoption einstellen. Müsste eigentlich schon. Jo. Machen wir zulassen. GPS ist ja aktiviert. Auf die Plätze, fertig. Wir werden dich niemals um persönliche Daten bitten. Okay, ist ja alles in Ordnung. Nutzungsbedingungen müssen wir akzeptieren. Und jetzt fragt er mich. Also ich habe eine App für beide Finder. Das ist schon mal gut. Denn ich habe den Mini auch noch da. Der mache ich aber im separaten Video. Und dann vergleichen wir die beiden natürlich nochmal. Das sollte ja nun kein direktes Problem sein. Ansonsten machen wir jetzt hier den Finder 2 also erstmal. Und neuen Finder hinzufügen. Achte darauf, dass dein Finder ein... neben dem Smartphone, ja, das ist klar.
Drücke und halte den Knopf auf deinem Finder so lange, bis ein Piepen ertönt und die LED blinkt. Das war ja eben schon der Fall. Aber und das ging ja schnell. Das war jetzt schon der Fall. Und zwar haben wir jetzt hier mein Finder. Ich werde ihn jetzt gleich mal benennen, Autoschlüssel. Ja, genau. Ich bin einfach Hellseher. So, Autoschlüssel. Genau, da kommt er nämlich dran. Vielleicht nehme ich auch den Mini, aber das wird sich dann im Praxistest erstmal bewähren. Ja, den Hund brauche ich nicht suchen. Der schnarcht so laut hier, dann weiß ich schon Bescheid. So, und das Schöne daran ist jetzt folgendermaßen, der hat kein GPS drin, euer Smartphone aber schon. Er sagt mir jetzt 100%, sehr gutes Signal, ist ja auch direkt daneben. Man sagt, bis zu 50 Meter Reichweite sollte das Gerät haben, wenn jetzt nicht viele Betonwände in der Nähe sind. Aber das werden wir natürlich ganz genau ausprobieren. Hier unten ist jetzt die Karte eingeblendet, die ich euch selbstverständlich nicht zeigen möchte. Und dann werde ich das Gerät sozusagen jetzt verlegen. Und anhand der GPS-Tracking-Karte wird sich gemerkt, wann das letzte Mal zwischen Smartphone und dem Tracker eine Verbindung hergestellt wurde. Und das Smartphone speichert den GPS-Standort dann direkt als letztes in der App ab. Und sozusagen, wenn ich jetzt den Tracker meinetwegen 2 Kilometer von hier verliere, weiß das Smartphone innerhalb der 2 Kilometer, habe ich 50 Meter das letzte Mal von dem Tracker entfernt ein Bluetooth-Signal empfangen und dann piept das Gerät natürlich zusätzlich. Wir können das mal probieren. So ist das Gepiepe dann also. Wenn ich ihn gefunden habe, drücke ich einmal kurz drauf. Sehr gutes Signal. Warte, wir machen nochmal auf Stopp. Ah, interessant. Okay, so funktioniert das also. Ansonsten gucken wir nochmal ganz kurz direkt rein, was es jetzt hier zu sehen gibt. Name ist Autoschlüssel. Was soll passieren, wenn dieser Finder die Verbindung verliert? Mein Smartphone soll klingeln. Aha, das werden wir auf jeden Fall erstmal einstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich das zu 100% brauche, aber klingt interessant. Was soll passieren, wenn du den Knopf am Finder gedrückt hast? Mein Smartphone soll klingeln. Klingelt das dann jetzt? In der Tat, das funktioniert sogar ganz gut. Und zwar, wenn ich jetzt hier nur einmal drauf drücke, passiert nichts. Aber wenn ich gedrückt halte, zack, dann war es das schon wieder. Ah, perfekt. Dann kann ich also sozusagen, wenn ich meinen Autoschlüssel habe und mein Handy nicht finde, mein Handy klingeln lassen. Und auf der anderen Seite, wenn ich meinen Autoschlüssel nicht finde, kann ich den klingeln lassen. Das ist eine wirklich geniale Sache. Und ihr seht, das ergänzt sich hervorragend im Moment. So, jetzt gucken wir mal bei den App-Einstellungen. Schlafmodus zwischen 22 und 8 Uhr. Lassen wir das mal aus. Ruhemodus ignorieren. Er klingelt also dann sozusagen trotzdem. Falls aktiviert, klingelt dein Smartphone bei einem Verbindungsabbruch. Auch dann, wenn es stumm geschalten ist. Das ist sehr gut eigentlich. Doch, das finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sichere WLAN-Bereich, was haben wir hier? Wenn du den sicheren Bereich aktivierst, wird der Finder dich nicht stören, solange du mit irgendeinem WLAN-Netzwerk verbunden bist, welches in der Liste aufgeführt wird. Ah, das ist ja genial. Du hast bisher kein sicheres Netzwerk eingerichtet. Aha, App Analytics, was gibt's da? Nichts weiter Spannendes. Okay, soweit, so gut. Werden wir das Ganze mal praxistauglich ausprobieren. Ich möchte euch jetzt mal hier draußen demonstrieren, mitten in der Natur, wenn man seinen Schlüssel verloren hat, ob das Ganze irgendwo was bringt, ob man die denn auch wiederfindet. An der Stelle habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ich habe jetzt hier die Bildschirmaufnahme ja eingeblendet. Die Möglichkeit zeige ich euch jetzt nochmal direkt, indem ich die Schlüssel jetzt suche. Ich drücke jetzt auf Autoschlüssel drauf und auf Alarm. Hört man tatsächlich, müsste man auch übers Kameramikrofon hören. Also Autoschlüssel klingelt gerade, der befindet sich da drüben in einem Baum drinne. Wenn ich jetzt auf meine Schlüssel, also Hausschlüssel, wechsle, dann nochmal auf Alarm. Hört man? Ist irgendwo da drüben in der Richtung. So, wir machen Folgendes. Ich gehe jetzt ein Stück weiter weg. Und zwar einfach hier in die Richtung. Und dann müsste ich eigentlich innerhalb von Sekunden, jetzt zum Beispiel gerade, keine Verbindung mehr haben. Das heißt, ich habe mich jetzt außerhalb der Reichweite, der Bluetooth-Reichweite der beiden Schlüsselfinder bewegt. Folgendermaßen ist es jetzt, ich drücke jetzt auf Alarm stoppen. Mache ich jetzt gerade in diesem Moment. Er sagt mir jetzt, wo ich zuletzt meinen Schlüssel verloren habe. Da steht jetzt gerade, ich habe wieder ein sehr schwaches Signal. Das ist spannend. Das heißt, ich muss mich wieder ein Stück rückwärts bewegen, um nochmal direkt zu erfragen, ob Bluetooth jetzt soweit funkt. Also ich bin selbst erstaunt, wie weit das geht. Ihr werdet es gleich in echt miterleben. Ich drehe mich jetzt einfach mal rum in die andere Richtung. Da müsste er jetzt eigentlich wieder... Ja, genau. Verbindung ist wieder unterbrochen. Sehr schön. Ich gehe wieder auf Alarm stoppen. Er sagt mir ganz genau, wo ich jetzt hier, an welcher Adresse meinen Schlüssel verloren habe. Und es ist beides ausgegraut. Heißt, wenn ich mich jetzt natürlich in die Richtung bewege,
versuche ich jetzt Alarm zu starten, geht natürlich nicht, weil natürlich jetzt hier die beiden Schlüssel außer Bluetooth Reichweite sind. Aber ich kann mich jetzt wieder dahin bewegen. Der sagt mir jetzt mit Hilfe des Symbols, da liegt also dein Schlüssel. Und wenn ich auf Autoschlüssel klicke, sagt er mir auch, wo mein Autoschlüssel sich befindet. Das ist schon mal keine schlechte Eigenschaft. Mein Hausschlüssel ist wieder aufgetaucht. Dann drücke ich auf Alarm, hör's klingeln. Irgendwo klingelt es. Okay, schon mal ganz spannend. Also das ist wirklich ein Fiepe, das hört man auf jeden Fall ziemlich weit. Nun habe ich natürlich einen sehr auffälligen Hausschlüssel, der mit einem roten Band ausgestattet ist. Was mich wundert, ich bin auf Höhe des Autoschlüssels und der wird immer noch ausgegraut angezeigt. So, nochmal. Alarm hört irgendwie auf. Machen wir nochmal Stopp. Ja, jetzt hört man es und sieht man es. Also ihr müsst mehrfach auf Alarm hinzufügen oder auf Alarm stoppen gehen. Dann habe ich den Hausschlüssel wieder gefunden. Stopp, den stecke ich mir jetzt direkt erstmal ein. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt wird es spannend beim Autoschlüssel. Ja, ich bin eigentlich schon dran vorbeigelaufen, weil der hängt nämlich da drüben. Wieso kann ich jetzt gerade nicht... Ah, jetzt. Genau, jetzt kann ich es anbieten, dass ich den Alarm auslöse. Gehe ich auf Alarm drauf. Da ist er. Da ist mein Autoschlüssel. Stopp. Und somit habe ich auch beides wiedergefunden. Also das heißt, das GPS von eurem Smartphone muss natürlich aktiviert werden. Ansonsten habt ihr halt das Problem, dass ihr jetzt natürlich das Ding nie wiederfinden würdet. Aber dadurch, dass das Ding verbunden ist, ich sag mal so an der Stelle per GPS, also Bluetooth mit dem Telefon und das Telefon per GPS natürlich jetzt die Möglichkeit hat, den Standort zu speichern, dann weiß die App, aha, da war Bluetooth das letzte Mal da, also speichere ich im Umkreis von 50 Metern jetzt hier ganz schnell und einfach mal den Standort. Das soll es gewesen sein dazu. Also ich muss sagen, es klappt bisher sehr gut. Was auch nicht schlecht ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das WLAN einzustellen. Also wenn ich jetzt in fremden Haushalten bin, wo ich natürlich nur einmal das WLAN habe, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass ich dieses WLAN hinzufüge. Wie? Das zeige ich euch gleich nochmal direkt in den App-Einstellungen. Zu den sicheren WLAN-Netzwerken gehört zum Beispiel dann deine eigene Fritzbox oder dein eigener Speedport. Den kann man hier natürlich unter Favoriten unter sichere Netzwerke hinzufügen. Das heißt, der sichere Bereich ist dann aktiviert, wenn ich mein Smartphone mit in die dritte Etage nehme, aber der Autoschlüssel und der Hausschlüssel natürlich in der ersten Etage verweilen. Somit würde auf jeden Fall das Smartphone anfangen zu vibrieren und zu melden, dass der Schlüssel verloren ist. Das ist natürlich Quatsch, weil wir in dem hauseigenen WLAN direkt mit verbunden sind. Das heißt, du kannst so viele WLAN-Netzwerke, wie du möchtest, hier unten direkt mit einspeichern, damit in diesem Haushalt dann kein Fehlalarm ausgelöst wird. Auch praktisch hierbei ist die Schlafenszeit, die man von 22 bis 6 oder 8 Uhr einstellen kann. In der Zeit kann halt die Verbindung, wenn man Bluetooth ausgeschaltet hat, nicht unterbrochen werden. Das ist also wirklich eine sehr gute Variante. Alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die hier sehr gut, muss ich nochmal eingestehen, denn die Schlüsselfinder machen ihren Job zufriedenstellend. In der Verbindung mit GPS vom Smartphone lässt sich so ein Schlüsselfinder schnell und einfach wiederfinden. Sollte man dennoch für längere Zeit Bluetooth deaktiviert haben auf seinem Smartphone, kann es denn öfter mal vorkommen, dass natürlich auch hier die Fehlalarme ausgelöst werden. Das ist mir das ein oder andere Mal schon passiert. Auch wenn das WLAN-Netzwerk gerade jetzt nicht verfügbar ist, dann fängt der Schlüsselpieper auf einmal an zu melden, dass er nicht in Reichweite ist. Das kann aber auch daran liegen, dass der Router dann einen Fehler ausgewiesen hat. Das kennt man ja, dass man das WLAN dann immer sieht und daneben das Ausrufezeichen ist. Dann hatte ich das ein oder andere Mal schon einen Fehler drinnen. Aber ansonsten arbeiten die wirklich sehr zufriedenstellend und ich habe sie jetzt schon seit 2 Monaten in Einsatz und habe immer noch 100% Akkuleistung, wie man jetzt hier auf beiden Testern sehen kann. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich verlinke euch die Dinger wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.